Moin, moin, Secrets-Freunde. Willkommen zu dieser Flaschenpost. Patch 0615 steht in den Startlöchern. Wir neigen uns dem Jahresende und es gibt eine ganze Menge Neuerungen, die ihr wissen müsst. Eine ganz wichtige Neuerung oder Ankündigung, könnte man viel mehr sagen, ist die folgende. Ich scroll mal ganz nach unten. Und hier steht, ganz versteckt, zwar in roter Schrift und ganz am Ende aber, das Schlachtschiff Mystery der Stufe 9 wird mit Patch 072, was im nächsten Jahr dann irgendwann rauskommt, auf unbestimmte Zeit nicht mehr zum Kauf verfügbar sein. Das heißt, wer die Mystery haben will, hat noch ungefähr 2 Monate lang Zeit, um die Mystery zu erfahren und sich freizuschalten. Danach wird sie im Spiel auf unbestimmte Zeit nicht mehr zu erspielen sein. Dafür kommt aber ein neues Schlachtschiff der Stufe 9. Müssen wir mal gucken, was das dann sein soll. Da gibt es ja doch immer mal wieder ein paar Schiffe, die so vorgestellt werden. Ein Schlachtschiff fällt mir spontan jetzt nicht ein, welches da vorgestellt wurde in der letzten Zeit auf Stufe 9. Stufe 8, die Roma, keine Ahnung. Da müsste man spekulieren, was das jetzt sein soll. Aber das war eine der allerwichtigsten Neuerungen, die quasi nirgendwo erwähnt wird, außer dass sie hier am Ende des Patch Notes ganz unten irgendwo steht. Gut, also gehen wir nach oben und fangen ganz oben an. Es gibt neue Unternehmen, neue Häfen, etc. pp. Deswegen, alles das, was ich euch erzähle, gibt es am 21. Dezember ab 9 Uhr. Bis dahin wird gepatcht. Also ab ca. 9 Uhr deutsche Zeit sind folgende neue Inhalte zum Spiel hinzugefügt worden. Das neue Unternehmen Narei. Ihr wisst, wer unsere Flaschenpost regelmäßig guckt, weiß, wie Operation Narei aussieht. Sehr, sehr geile Mission, sehr atmosphärisch, wie ich finde. T7-Schiffe sind Pflicht und es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man zerstört die feindliche Flotte komplett oder man erfüllt die Aufträge, die da vorgegeben sind. Wie gesagt, schaut euch unsere Flaschenpost mit der Operation Narei an, dann wisst ihr, was euch erwartet. Nächster Punkt, der neue Hafen. Hamburg kommt. Und da bin ich besonders stolz als zugezogener Hamburger, dass wir endlich Hamburg im Spiel haben. Gibt ja viele, die sagen, oh, was hat Hamburg mit dem Krieg zu tun? Ja, hier wurde die Bismarck gebaut, immerhin. Sonst hat es im Krieg ja nicht so viel entscheidende Punkte dazu beigetragen. Die Flotten waren woanders beheimatet. Wilhelmshaven, Kiel, etc. Aber nichtsdestotrotz, es ist einfach eine coole Sache, dass wir endlich einen deutschen Hafen im Spiel haben. Und Hamburg ist nun mal in der Handelsflotte, im Handelsbereich zumindest, weltweit bekannt. Und auch die Stadt Hamburg ist weltweit bekannt. Von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass Wargaming da nicht nur auf historische Fakten quasi den Hafen, die Häfen released. London ist ja nur auch kein Hafen, der im Krieg so große Anteile hatte. So, und der nächste Punkt, und das ist sicherlich eine der wichtigsten für die nächsten Wochen. Es gibt 2 neue Feldzüge und eine neue Sammlung. Und zwar gibt es einmal den Feldzug, das Seegefecht vom Nordkap. Da könnt ihr am Ende euch durch 5 Etappen spielen. Und in der 5. Etappe gibt es am Ende die Möglichkeit, die Duke of York, ein T7-Schiff, zu gewinnen. Inklusive Kapitän und einer süßen Lackierung. Und nee, glaube ein Hafenplatz, genau. Die Lackierung gibt es separat. Und dann gibt es den 2. Feldzug Neujahrsangriff. Der Neujahrsangriff, der kann nur mit der Duke of York gefahren werden, während das Seegefecht vor dem Nordkap mit T5 bis T10-Schiffen erfüllt werden kann. Bedeutet, also ihr fahrt hier mit T5 bis T10-Schiffen, macht das alles fertig, kriegt die Duke of York und fahrt danach den Neujahrsangriff. Der Neujahrsangriff gibt dann nochmal als Belohnung die Lacke Duke of York mit der Arktis-Lackierung. Die Arktis-Lackierung hat diese geilen Eiszapfen überall dran. Könnt ihr auch in dem offiziellen Video von Wargaming nochmal sehen. Da wird sie auch ganz kurz vorgestellt. Und dann gibt es eine Erinnerungsflagge dazu. Also doch ganz geil. So, die Arktis-Lackierung hat dann folgende Bonis. Plus 50% Standard-Gefechtserfahrung, minus 5% Wartung und dann das übliche 4% Streuung der gegnerischen Granaten und minus 3% Sichtbarkeit, also die Tarnung erhöht sich. So, dann werden noch weitere Lackierungen hinzugefügt und zwar findet ihr in den Containern, wo ihr auch diese ganzen Embleme für diese Sammlung findet, also gibt ja dann diese besondere Sammlung, das ist ja sozusagen der 3. Teil, Battle of the Northern Cape Collection. Da gibt es dann zusätzlich zu den Symbolen, die ihr da mit jeder Untermission, die ihr für die Etappen erfüllt, gibt es ja Container, wo dann halt diese Embleme drin sind und
die Möglichkeit besteht, 25 Mal Papa Papa, 25 Mal Juliet Charlie oder 25 Mal Zulu zu bekommen und oder dreimal Lackierung eisiger Tannenbaum. Das heißt, das ist eine Payware-Lackierung, die neu eingeführt wird, genauso wie die Tarnung Schnee neu eingeführt wird als Payware-Lackierung für diese Season, Weihnachtsseason, Neujahrsseason. Eisiger Tannenbaum hat folgende Bonis: 125% Kapitäns-EP, 50% freie EP, 100% Standard-EP und dann wieder 4% Streuung der feindlichen Granaten und minus 3% Sichtbarkeit. Und die Schneetarnung hat dann 50% EP Standard, minus 10% Wartungskosten und dann auch wieder 4% Streuung und 3% Tarnwert. Wie gesagt, das Geilste, was ich eben noch nicht erzählt habe, ist, über den Neujahrsangriff hinaus, das ist ja dann auch in Etappen unterteilt, könnt ihr in jeder Etappe ein T6-Schiff freischalten. Die T6-Schiffe wären sein die Gede, die New Mexico, die Queen Elizabeth, die Lagationär und die Funchun. Das heißt, ihr könnt gleich einen panasischen Zerstörer der Stufe 6 freischalten, wenn ihr den Neujahrsangriff komplett durchspielt. Und diese Lackierung für die Duke of York ist ja dann auch nochmal so richtig geil, ja, die da dann rauszuholen. Wird sicherlich relativ anstrengend, gerade weil die Duke of York, ja, das ist so eine Sammlung oder so ein Feldzug, der wird erst peu à peu freigeschaltet. Anfangen wird das mit dem 21. Dezember und dann kommen alle 5 Tage, also wenn ich jetzt richtig rechne, am 26. Dezember oder so schon am 25. Kommt dann die nächste Etappe und so geht das weiter und weiter. Und dann am 30. und so weiter und so weiter. Ne? Heißt, ihr habt am Ende habt ihr nur noch relativ wenig Zeit, den Neujahrsangriff zu fahren. Müsste mal gucken, wie nachher diese Schwierigkeit der Mission ist, um dann auch noch die Lackierung für die Duke of York freizuschalten und die ganzen T6-Schiffe, die man da so hat. Ihr wisst ja, wenn man sie schon hat, kriegt man dafür wahrscheinlich Dublonen und so weiter. Das war ja letztes Jahr auch schon so. Zumindest, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Und auch hier, wenn man doppelte Abzeichen hat, gibt es 15.000 Credits für jedes doppelte Abzeichen. Also auch da ist für Entschädigung gesorgt. So, ich glaube, jetzt habe ich euch genug zu den Feldzügen erzählt. Es gibt dann hier auch noch zusätzlich, also ich habe die ganzen Informationen jetzt zusammengetragen. Da gibt es sicherlich noch weitere Informationen. Wenn ihr euch nochmal ganz genau belesen wollt, wirklich das kleinste Detail, dann müsst ihr halt hier auf der Wargaming-Seite euch zum Neujahrs-Raid, also zu der Neujahrs-Geschichte hier, dem Neujahrsangriff so rum, ist die richtige Bezeichnung, gibt es hier einen separaten Artikel, da könnt ihr euch das alles nochmal genau durchlesen, wenn ich es euch jetzt zu schnell erklärt habe. So, dann gibt's, das ist ja schon bekannt, wer unsere Previews guckt, die Neujahrsschiffhörner. Ja, sind quasi Hupen, ja, für Schiffe, die sehr, sehr lustig sich anhören. Ich hatte das ja mal ausprobiert. Die maximale Signale überträgt 4 Sekunden, also man kann 4 Sekunden durchgehend hupen und nach 5 Sekunden des letzten Drückens der Taste lädt die Signalzeit sich wieder auf. Das dauert 45 Sekunden und dann habt ihr wieder 4 Sekunden volle Zeit. Ihr müsst nicht komplett durchdrücken, ihr könnt das auch nur mal ganz kurz hupen oder einmal den Horn betätigen und dann verliert ihr auch nur einen ganz kleinen Anteil dieser Zeit. Also eine sehr coole Geschichte, gerade wenn man zum Beispiel für Torpedos warnen möchte und so weiter und man trotzdem verhindert, dass ein ständiges Gespämme der Hörner dazu hören ist. Vielleicht am Anfang des Gefechts, aber dann ist auch erstmal wieder vorbei. So, hier ist dann markiert, wo man diese Horn einstellen muss, damit man das auch im Spiel hört. Ja, und wenn man den Haken da rausnimmt, dann hört man die Hörner eben nicht. Ja, gut, dazu kommt eine Verbesserung der Audioqualität in Ultra. Die Stuka, Flugzeugangriffe, wenn die geflogen werden von der Graf Zeppelin, die ja aktuell noch nicht im Spiel ist, aber demnächst ja wieder eingeführt wird im Spiel, dann gibt es diesen Stuka-Angriffssirene. Sehr, sehr geil. Das furchteinflößende Heulen der Stuka-Sirene. Ist super geil. Wer die Facebook-Seite bei uns sich anguckt, der hat da auch den Artikel zum Stuka-Sound gesehen und gehört und fandet den wahrscheinlich genauso cool wie wir. So, dann der nächste Punkt. Clan-Gefechte Season 1 sind dann ab Donnerstag Geschichte. Dann ist die erste Season durch. Wir als Seacrowds fanden die super klasse. Gab ja am Anfang ganz viel, welche geschrieben haben, boah, keine Flugzeugträger und so weiter und so weiter. Einfach geil gewesen. Uns hat es eine super Menge Spaß gemacht. Wir haben uns von der Bö in die Sturmliga hochgearbeitet, glaube ich. Also
von daher in die dritte Liga. Wir haben es auch nur just for fun gefahren, sind nur 26 Gefechte gewesen. Weiß jetzt nicht, vielleicht schaffen wir morgen nochmal eine Runde, aber auf jeden Fall haben wir uns hochgearbeitet mit nur 26 Gefechten, muss man auch sagen. Für einen Fun- und Stream-Clan ist das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, da gibt es dann Belohnung für, die kann man sich hier genau durchlesen, was man da für Erfolge bekommt. Also hier zum Beispiel, so baut das alles aufeinander auf, gewinnt in der ersten Season der Clan-Gefechte 7 Gefechte in der Bö-Liga oder einer höheren, dann gibt es den Erfolg Bö. Und so ist das halt bei den ganzen anderen auch so, außer in der Typhoon-Liga, der höchsten Liga, wenn man da mindestens Platz 16 belegt, gibt es nochmal den Erfolg Gefahrenherd dazu. Hier wird dann auch nochmal erklärt, die Spezialisierung von Kapitänen, wurden auf Anfangsschiff der jeweiligen Nation gesetzt. Die Spezialisierung von Kapitänen, die für ein gemietetes Schiff rekrutiert wurden, wird auf das Anfangsschiff der jeweiligen Nation gesetzt. Das heißt, auf das T1-Schiff dann der jeweiligen Nation. Und, was ich auch ganz cool finde, ist, wenn man umgeskillt hat, hat man innerhalb des von 5 Tagen nach Release des Patches, ihr seht es auch, 21.12. bis 26.12. Zeit, euren Kapitän für 100% Rabatt wieder umzuskillen. Das heißt, ihr habt möglicherweise euren Kapitän für die Liga-Gefechte extra so geskillt, lasst die Hindenburg sein oder wer auch immer, was auch immer für ein Schiff, dann könnt ihr zu 100% kostenlos den Kapitän wieder umbauen. So, dann auch für die Clan-Leute, für alle, die die Clan-Base ausbauen können, ganz wichtig, wenn ich das richtig sehe, ist dann ab sofort oder ab Release des Patches die Kolumna Rosrata dann reduziert von 9,999 Millionen, fast 10 Millionen, ja, auf 100 Öl. Also der Baum, der zeigt soll in Zukunft quasi alle Erfolge des Clans zeigen. So ein bisschen sozusagen der Ehrenraum sein, ja, wo man dann sieht, wie die Erfolge des Clans aussehen. Ich denke, das ist sehr, sehr geil. Wir als Seacrows werden ihn auf jeden Fall holen. 100 Öl sind ja auch relativ schnell verdient. Worüber auch noch nicht gesprochen wurde, mit Einstellung der Clan-Gefechte kommen die neuen gewerteten Gefechte. Und zwar ab dem 22. Dezember. Gefechte werden wie immer im 7 gegen 7 Format ausgeführt. Für jeden Gefecht erhält man einen Stern. Man verliert einen Stern, wenn man halt verliert. Und nicht der mit den meisten EPs ist. Ne? Also wenn man verliert und die meisten EPs hat, verliert man keinen Stern. Aber gewinnt auch keinen. Es gibt 23 Ränge in 5 Ligen, 3., 2., 1. Liga, Spitzenliga und die Liga der Seewölfe. Alle Ligafechte finden auf, das wird viele Leute wieder freuen, auf Tier 8 statt. Weil doch in den letzten gewerteten Gefechten mit T6 doch relativ viele Leute gab, die sich darüber beschwert haben, dass das so ist. So, naja, muss man dann halt sehen. Dann gibt es viele Änderungen in der Spielewirtschaft. Alle permanenten Tarnungen werden einen Bonus auf die Wartungskosten haben. Das heißt, dass alle permanenten Tarnungen Wartungskosten, das ist ja geil. Das finde ich super. Alle permanenten Tarnungen werden einen Bonus auf Wartungskosten haben. Dies gilt für Standard- und Premium-Schiffe. Auf T2 bis T8 geben die permanenten Tarnungen einen Rabatt von 10%. Cool. Auf die Wartungskosten des Schiffes nach der Schlacht 20%, bei T9 20% auf die Wartungskosten und bei T10 50%. Also immer, wenn man die permanenten Tarnungen hat, gekauft hat, wie auch immer. Bei T10 kostet eine permanente Tarnung 5000 Dublonen. Ich habe sie mir geleistet für den Kurfürsten und für die Hindenburg, glaube ich. Weil ich die Schiffe ganz gerne fahre und da die Wartungskosten ja extrem hoch sind und man hat nicht immer geile Gefechte. Ja, so ist es einfach. Gewisse besondere permanente Tarnungen geben noch größere Rabatte auf diese Kosten verglichen mit ihren Standardgegenstücken. Minus 30% für Octopus, minus 50% für die Tarnung von Makoto Kobayashi, also auf der Ashitaka und auf der Ki. Und Kampf der Elemente, Kamikaze R, da gibt es dann auch nochmal eine Änderung. Die volle Liste der Änderungen seht ihr jetzt hier. Da ist alles komplett durchgegangen, welche Tarnungen hier verändert werden. Das gehe ich jetzt nicht alles mit euch durch. Das müsst ihr euch dann selber durchlesen, welche Schiffe ihr habt, wo das interessant sein kann und so weiter. Die permanente Tarnung Typ 10, Missouri Black, verringert die Kosten der Schiffswartung nach dem Gefecht um 20%. Das ist auch schon mal nice to know für die Leute, die Missouri schon haben. Und dann gibt es hier noch HSF Admiral Graf Spee, HSF Harikase,
Da gibt es auch nochmal Kostensenkungen, allen ganzen Kram. Ich glaube, ganz ehrlich, das müsst ihr euch wirklich selber durchlesen, was da für euch interessant bei ist und was nicht. Jeder hat verschiedene Schiffe oder fährt verschiedene Schiffe gerne und weniger gern. Dann gibt es weitere Verbesserungen, Veränderungen, Fehlerbehebungen. Auch das werde ich jetzt nicht im Detail alles erwähnen. Es werden wie immer leichte Veränderungen für Schießen aus dem Nebel, also Balanceänderungen durchgeführt. Die T22 wird hier nochmal verändert, wurde schon im letzten Patch verändert, mit der Sichtbarkeit außerhalb des Nebels, jetzt auch innerhalb des Nebels. Jetzt geht sie nur noch 2,08 Kilometer weit auf, wenn sie im Nebel feuert. Ist doch auch nochmal eine ganz gute Sache. Die Ernst Gede, da wird auch verändert, von 2,9 auf 3,23, allerdings erhöht. Ja? Also, da bin ich jetzt glücklicherweise schon durch bei dem Zerstörer. Dann gibt es auch bei der Yuyang, bei der Shenyang, überall wird ein bisschen was verändert, weil sie vielleicht doch dann zu stark ist. Und das sind so ganz kleine Anpassungen. Arkansas Beta werden Optionen hinzugefügt, die die Verbesserung der Schadensmodifikation 2, die die Verbesserung Schadensbegrenzungsmodifikation 2 einzubauen. Okay, man kann quasi dann jetzt die Schadensbegrenzungsmodifikation dazu bauen. Und so weiter. Wie gesagt, gibt eine ganze Menge Veränderungen, die da im Hintergrund stattfinden. Bitte das jeder selbst durchlesen, sonst sitze ich hier eine Stunde an dem Flaschenpost-Video. Das wollt ihr ja dann auch nicht mehr gucken. So, dann gibt es weitere neue Inhalte. Und zwar für Entwickler, Supertester und Kontributoren im Spielclient. Das wird euch alle freuen. Die ganzen französischen Schlachtschiffe. Naja, ganze noch nicht, aber fast alle. Stufe 3, Stufe 4, Stufe 8, 9 und 10 wird in Zukunft ab Donnerstag im Spielclient sein. Und die einschlägigen Kontributoren und Supertester und so weiter werden dann die Möglichkeit haben, euch diese Schiffe zu zeigen. Und viele Schiffe werden dem Spielklienten zum Kauf für Dublonen hinzugefügt. Admiral Makarov, Perth, die kommt wieder. Die kommt wieder. Ich dachte, die Perth sollte abgelöst werden. Eine ganze Zeit hieß es, die Perth wird rausgenommen. Okay, die Julius Cesare, Duca der Oster etc. pp. Kann man in Zukunft dann per Dublonen kaufen. Und folgende Schiffe werden entfernt. Die sind dann in-game nicht mehr verfügbar. König Albert und Atlanta. So, das sind die großen, wichtigen Änderungen. Ich gucke jetzt nochmal hier über meine Markierungen, was ich mir hier so gemacht habe. Ne, ich habe hier, glaube ich, nichts vergessen. Wie ihr seht, es gibt da wieder dramatische Veränderungen, könnte man meinen. Aber so ist das immer zum Jahresanfang bei World of Warships und ihr könnt euch freuen auf Patch 070, der dann wahrscheinlich Anfang Januar oder Mitte Januar released wird. Da werden sicherlich auch sehr, 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 sehr viel Änderungen dabei sein. Wie immer mit einem neuen Patch, der neuen Grundversion, also jetzt der 06, dann in Zukunft 07 irgendwann, werden ja immer nochmal grundlegende Sachen im Spiel geändert. So, das sollte in diesem Sinne schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt ein paar nette, interessante Informationen mitgenommen. Wenn dem so ist, vergesst das Liken, Abonnieren, Teilen nicht. Das hilft uns, dass auch eure Freunde die Informationen erhalten, die ihr jetzt habt. Und in Zukunft dann auch unsere Flaschenpost gucken und bestens informiert sind. Dann wünschen wir euch viel Spaß weiterhin in World of Warships, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Maha. Ciao, ciao.